So, Leute, wir haben Herr der Ringe Pre-Release-Woche, Release-Woche, wie auch man das nennen mag. Und mir wurden ein paar Sachen zur Verfügung gestellt zum Öffnen. Es kommen noch ein paar mehr coole Sachen. Erstmal hier lieben, lieben Dank an den lieben Rudi, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Ist ein Kollege von mir seit langer, langer Zeit. Und der hat gesagt, Blacky, mach das mal auf. Zumindest das Starter ist easy. Bei dem Bundle, was klar, anderes Video noch kommt, ist es ein bisschen kniffliger. Aber das schaffst du schon. Und ich sag, ja, easy mache ich. Kriegen wir hin. Wir haben 2 Decks Ready-to-Play Starter-Kit. Aragorn und Arwen gegen Sauron? Sauron. Dafür wechsle ich einmal ganz kurz die Szene, weil das ist doch ein bisschen sehr nah. So, gucken wir uns das so an und gehen dann nachher in die andere Szene rein. Ist, glaube ich, angenehmer. Ich öffne das mal. Ich hoffe mal, ich mache es nicht zu sehr kaputt. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt, was es hier alles so drin gibt. Müll. Dann haben wir hier Deckboxen. Das ist Frodo oder Bilbo. Ich weiß nicht, was er von beiden darstellen soll. Ich glaube Frodo. Da haben wir einen Pappkarton. Und dann haben wir den zweiten Pappkarton. Und ein Starter-Kit-Playguide. Da bin ich mal aufgespannt. Ich habe mich ja über Jahre hinweg immer wieder beschwert, dass Magic keine Einsteigerprodukte hat. Und hier haben wir ein Einsteigerprodukt. Und da bin ich halt mal sehr, sehr drauf gespannt. Was haben wir denn hier im Player Guide? Wir haben die 5 Farben, was die Decks containen, wie man spielt, starting a deck, talk with a local store about, scan me, okay. Protector of Gondor. Das sind tatsächlich die Sachen drin. Spannend. Spannend. Ich weiß nicht, ob hier jetzt irgendwo irgendwas Interessantes für euch drin war. Die meisten gucken meine Videos ja, die haben schon ein bisschen Ahnung von Magic. Wenn nicht, hi, ihr könnt gerne meinen Kanal trotzdem noch liken und abonnieren. Ich erkläre viele, viele Dinge rund um Magic. Und zeige euch ein altes Format, was niemals jemand sich kaufen möchte. Dann öffne das mal. Da musste ich gerade blurren. Das ist natürlich doof, weil Das hier muss weg. Das sind die Arena-Codes, da wurde ich drum gebeten, dass man die noch benutzen kann. Und da haben wir ein Food und ein Human Soldier. Und hier haben wir Food und Plastic Bowlder. Oh, eine Ork-Army. Spannend, die kann ich tatsächlich gebrauchen. Mal gucken, ob ich die irgendwie abzweigen kann. Food Treasure. Die Food-Token sind schon sehr cool. Haben sie wirklich cool gemacht. Ich bin ja, Lord of the Rings ist ein spannendes Thema. Es gibt, wie immer, 50% der Leute hassen es, 50% der Leute lieben es. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, sie haben es eigentlich ganz nett gemacht. Es ist halt, ja, sie versuchen es in der Buchlizenz zu verschleiern. Es ist nicht die Buchlizenzen. Es ist viele Sachen, die viel verschieden und seltsam geworden sind. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Dementsprechend gucken wir mal rein. Wir haben im einen Deck Aragorn, Arwen, Weed. 6 Mana, 3-6, Wachsamkeit, wenn ein Spielfeld kommt oder angreift, legen plus 1 Mark auf jede andere Kreatur, die wir kontrollieren, kriegen ein Leben für jede andere Kreatur. Jetzt wird es nämlich spannend. Ich gehe wieder hierhin zurück, ich bleibe auch hier drin, ist mir aufgefallen. Es dürfte nahe genug sein, dass man es lesen kann. Denn dieses Deck hier ist vom Prinzip her ein Starterdeck. Wie immer bei den Starterdecks gehe ich relativ über die Rares ein bisschen drüber. Und über die allgemeine Strategie, aber nicht über jede einzelne Karte und erkläre, was jede einzelne Karte macht. Das könnt ihr euch selber durchlesen oder das Ding in Deutsch kaufen und dann selber lesen, wenn ihr es nicht, in Englisch nicht lesen könnt. Die Dinger kosten meistens nicht viel Geld. Auch hier, das ist nicht so teuer. Wir haben den Dithymed Hero mit 2/2. Wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, können wir ein Equipment mit meiner Kosten-Value von 2 oder 3 an ihn equippen. Target Equipment you control with Mana Value 2 oder 3. Das ist gut, weil damit können wir den Hammer nicht equippen. Für Modern und ähnliches. Dann ist All Damage. Nice. Haben sie auch schön gemacht mit dem unten. Gunknife, White Rider. 4 Mana, 3/3, Wachsamkeit. Wenn man Spell castet, kriegt der plus 1/0 und Scryed. Und wir können, wenn der stirbt, den als 5. oberste Karte aufs Deck legen. Gar nicht mal so unspektakuläre Karte. Das sind eine Menge Rares. Was ist denn hier los? Galadriel, Giftgiver. 5 Mana, 4/4. Wenn es ins Spiel verkommt oder angreift, suchen wir uns 1 aus. Wir legen den plus 1/1 Mark auf eine Kreatur. Wir kreieren einen Food-Token. Wir kreieren einen Treasure-Token. Spannend. Bilbos Ring. Ich muss mal ganz kurz. Da haben die Glocken natürlich aufgehört, wenn ich das machen wollte. Bilbos Ring.
Ist das nie auch der eine Ring? 3-Mana-Equipment für 4-Mana-Equip-Halfling für 1. Solange der Zug ist, der Hexproofen kann nicht geblockt werden. Und wenn die Kreatur alleine angreift, ziehen wir eine Karte und verlieren Leben. Ich liebe den Flavor. Ja, manche Karten sind vielleicht nicht so mächtig, wie man sie gerne hätte, wie mächtig die Kreaturen sind. Also Sauron zum Beispiel als eine 4-4er darzustellen, ist halt fast schon lächerlich. Der müsste eigentlich so 20-20 sein und so weiter und so fort. Und dass der Ring keinen Downside hat. Wir haben im Podcast darüber geredet. Ich habe übrigens einen Podcast mit dem lieben Gamery, Radio auf die KW. Wenn ihr den noch nicht kennt, könnt ihr den mal reinhören. Da reden wir über Neuheiten und unsere Meinungen zu neuen Sachen, wie zum Beispiel die Ringfähigkeit. Dann sind wir da durch und haben Knights of Keep. 3-Mana-3-2. Ja, ein paar. Der ist ganz nett, by the way, weil man den opfern kann, um einen Artefakt oder Enchantment zu machen, aber leider nur als Sorcery. Wäre das nicht drauf, wäre das eine gute Karte. Und Gondor, ganz nettes. Second Breakfast übrigens ein wunderhübsches Artwork. Generell, die Artworks sind wunderhübsch. Die Rosie ist hier drin. Damit kann man übrigens eine Combo machen. Banishing Light. Spannend. Das ist schon You Cannot Pass. Wirklich eine starke Karte. Ja, das ist nicht so bad, was hier drin ist. Das ist schon ganz cool. Ein paar Halflinge halt viel. Shire Terrence, auch sehr cool. Und die Forest, alle gleich. Die Ebenen sind verschiedene. Zwischen den hier mit den Hobbit-Höhlen und eben Minas Tirith. Mit Gandalf sogar hier vorne. Das ist sehr cool. Aber die sind auch unterschiedlich. Wir haben hier die zwei Bäume. Ich kenne mich mit den Bäumen nicht aus. Ich kenne die Ebenen. Ja, das ist das eine Deck. Spannendes Deck, spannende Franchise, wie gesagt. Auch sehr, sehr cool gemacht. Ich finde die wirklich gut. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt auch das Video downliken, wenn ihr Herr der Ringe doof findet und mich doof findet und so weiter und so fort. Aber prinzipiell muss ich sagen, finde ich es wirklich cool, dass sie es gemacht haben. Der Preis könnte ein bisschen runtergehen, aber da sind die Spieler selber dran schuld, dass die einfach so viel Geld dafür ausgeben und bereit dazu sind. Und wofür auch viele Leute bereit waren, mich bei Patreon zu unterstützen. Das finde ich mega. Und dementsprechend werde ich da meiner Aufgabe auch gerecht. Die Leute, ich habe gesagt, bei verschiedenen Tierleveln nenne ich die Leute beim Namen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, Dr. Alzheimer, King Kasma, General Götterspeise, Patrick von MDG mit Patrick, Tanzwut, Siren, Christoph K. und Phil. Vielen, vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Das ist großartig. Das freut mich mega. Und ja, das sind die auf dem höchsten Level. Ihr seht hier noch ein paar andere Level eingeblendet, ein paar andere Leute, Namen hier so. Und ja. So, jetzt gucken wir uns das Sauron The Lidless Eye. 5-Mana-4-4, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir die Kontrolle über eine Kreatur, die Gegner kontrolliert, enttappen sie und sie kriegt Eile. Until End of Turn. Ich wollte schon sagen, das wäre sonst viel zu stark. 3-Mana-Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen +2/+0 bis zum Ende des Zuges. Jeder Gegner verliert 2 Leben. Das ist eine coole Karte. Und da haben wir einen Gollum. Wer es noch nicht weiß, weil ihr nicht so lange dabei seid, ich bin sehr schlecht darin, diese Strips hier zu benutzen. Dieses Mal kriege ich es einigermaßen gut hin. Dann gucken wir uns mal das vermutlich rot-schwarze Deck an. Wir haben Gollum, Scheming Guide, 2-Mana-2-1. Immer wenn er angreift, können wir uns übrigens 2 Karten des Decks angucken. Wir können die beliebige Reihenfolge zurücklegen und dann Land oder Nichtland aussuchen. Der Gegner rät, ob es ein Land oder Nichtland ist. Also ob wir lügen oder nicht lügen. Ob es eine Karte davon ist oder nicht. Dann zeigen wir die Karte vor, wenn es die Karte richtig gegessen hat. Also wenn der Gegner richtig gegessen hat, dass es zum Beispiel, wenn wir sagen, ist ein Land. Der Gegner sagt, nee, ist kein Land. Und es ist wirklich kein Land. Dann exilen wir den aus dem Combat. Und ansonsten ziehen wir eine Karte und sie kann diesen Zug nicht geblockt werden. Sehr, sehr coole Karte. Flavorful bis zum geht nicht mehr. Sehr cool. Witch King, Bringer of Ruin. Ich hoffe, hier sind alle Wraiths drin. Ich hoffe gerade, hier sind einfach die Reiter, die Nazguls. 9 Stück, wäre ich zufrieden mit. Das wäre geil. Bringer of Ruins. 6-Mana-5-3, Legendary Wrath Noble. Fliegend, wenn er angreift, muss der Defender eine Kreatur opfern mit der wenigsten Stärke, die er kontrolliert. Nicht bad. Fires of Mount Doom. Das sieht auch schön aus hier mit dem Ding. Das ist gar nicht so auffällig, finde ich, im Vergleich zu vielen anderen in den letzten Jahren. 3-Mana Legendary Enchantment. Wenn ins Spielfeld kommt, fügt sie 2 Schaden in jeder Kreatur, die Gegner kontrolliert, zu, was schon stark ist. Und wir zerstören alle Equipments, die an diese Kreaturen angerüstet sind. Auch das wahnsinnig stark. Also LTR, Lord of the Ring, damit
modern legal. Die nicht modern legalen Karten haben, glaube ich, LOTC. Dementsprechend geile modern Karte. Drei Mana, wir exilen die oberste Karte des Decks. Wir können diese Runde spielen. Wenn wir das, wenn wir diese Karte spielen, fügt die zwei Schaden jedem Spieler zu. Eine totale Creature. Okay. Doch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Gut, als ich noch gemerkt habe. Der Balrog. Flammen von Udun. 5 Mana, 7-7 Trampel. Immer wenn eine legendäre Kreatur der Gegner kontrolliert stirbt, legen wir Udun on the bottom of its owner, also unter das Deck. Geil. Dann haben wir Goblin Sign. Das sind halt Vanilla-Kreaturen. Davon haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Vanguard mit Amas Orks. Auch nicht schlecht. Destroy Target Creature Enchantment in Opponent Controls. What? Enchantment? Ach, das ist Feed the Swarm. Ist das ein geiles Artwork für Feed the Swarm? Heilige Schande. Das muss ich haben. Das muss ich haben. Mordor Dreep Bugger, da kriegst du die Dinger. Der Ambush kriegt +1/+2. Nasty Ants, sehr coole Karte. Gothamog, auch coole Karte. Der Beast, sehr coole Karte. Ein paar Ogern, Elefant, Cast and Fire. Das ist cool mit dem Army-Token. Und Mindstone sogar. Evolving Wilds hier. 4 Stück, das ist krass. Sümpfe, auch 2 verschiedene. Mountains, auch 2 verschiedene. Oh mein Gott, ich liebe das Deck. Kurz zu den Decks, kurz zu dem Spiel an sich. Ich liebe ja Magic sehr. Und Magic ist für mich das Kartenspiel. Nicht das, was drumherum ist. Nicht das, was an Lore dabei ist. Ja, das gehört dazu. Aber ich bin Spieler. Ich beschwere mich immer wieder, wenn es zu wenig Story gibt. Ja. Ich beschwere mich aber auch, wenn es zu wenig starke Karten gibt. Herr der Ringe hat ein angenehmes Power-Level. Ich fühle es noch nicht so krass unterrepräsentiert wie Adventure in Forgotten Realms. Es ist aber auch nicht so krass wie Baldur's Gate, womit wir ja versucht haben, Dungeons & Dragons Leute in die Magic-Franchise zu bekommen. Und mit diesem Universe Beyond schaffen wir es halt, dass immer mehr Leute bei uns in die Franchise reinkommen, die vielleicht bleiben. Und ich finde die Starter-Decks ganz cool. Ich bevorzuge das Sauron-Deck. Das Aragorn-Deck ist ganz nett. Ich mag die Amas, die Orks, statt die kleinen Viecher, die hier ein bisschen Kram machen. Ja. Was haltet ihr von den Decks? Welches würdet ihr spielen? Und ja, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich nicht vergessen, bitte, bitte, bitte das Video zu bewerten. Positiv oder negativ. Wenn ihr es doof fandet, könnt ihr es natürlich auch gerne negativ bewerten. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alblexit. Ciao, ciao.